Servus, der Micha hier. Herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal und herzlich willkommen zu diesem Video. Wir sind aktuell auf der CMT in Stuttgart. Wir möchten euch heute mal mit auf unseren Messegang mitnehmen und zeigen euch ein paar Produkte, ein paar Empfehlungen, was wir selber nutzen und natürlich auch ein paar Neuigkeiten. Also, bis nach dem Intro. Wir gehen schon mal los. Ja, wir sind in Halle 1 und wir fangen natürlich unsere Tour an bei Fendt Caravan. Da habt ihr natürlich die volle Auswahl an normalen, kleinen Wohnwagen, Kindergrundriss-Wohnwagen. Und natürlich ganz neu jetzt auf der CMT ist der Fendt Caravan Apero Hashtag Connect. Den werden wir uns noch mal genauer anschauen. Da machen wir noch mal ein extra Video zu mit einer kleinen Roomtour. Aber das ist schon mal das Highlight, denn der ist jetzt in Serie. So, und da schauen wir mal weiter, was es hier gibt. Also wir sind jetzt hier zwischen Halle 1 und 2 bei Brecht Caravan. Die stellen für Menschen mit Handicap Wohnwagen oder Kastenwagen her. Eine sehr interessante Sache. Ich verlinke euch das natürlich unten in der Videobeschreibung. Und ihr seht auch noch mal ein genaueres Video dazu in ein oder zwei Monaten. Da werden wir noch mal mit der Inhaberin noch mal richtig drüber reden. So, jetzt geht's weiter zum nächsten Stand. Ja, inzwischen sind wir in Halle 7 gelandet, das ist die Technikhalle. Da werden wir natürlich ein bisschen mehr zeigen. Was definitiv ich persönlich gut empfehlen kann, sind von Easy Driver die Rangierhilfen. Einmal der Infinity 2.5 ist hier verbaut. Das Schöne an dem Teil ist, dass er tire-free ist. Das heißt, ihr könnt den versetzen, wie ihr das gerade braucht. Und dementsprechend ordentlich lang rangieren. Was natürlich dazu wunderbar passt, sind die dazu passenden Easy Wheel Sets Reifen. In dem Fall zwei Luftreifen, die ihr vorne anstelle des Plastikreifens oder Hartplastikreifens setzt. Damit kommt ihr super durch Sand und weichen Boden. Die haben wir auch drauf bei uns. Also ich muss sagen, wir sind jetzt im Dezember, genau im Dezember waren wir auf sehr sandigen Boden und das hat uns echt geholfen, dass wir die drauf hatten. Was ich auch sehr gut empfehlen kann, ist von Easy Driver das Mein Clean Home Set. Da habt ihr alles drin, was ihr braucht. Intensivreiniger, Acrylglasreiniger, Gummipflege und die passenden Tücher zum Saubermachen. Nutzen wir selber auch, genauso wie den Mein Clean Tank, um euren Wassertank dementsprechend schön zu reinigen. Zweimal im Jahr nutzen am besten, das ist das Beste, was ihr machen könnt. Ja, und dann schauen wir mal weiter. Ja, und wenn wir einmal bei Easy Driver sind, dann müssen wir natürlich auch zu Reich Water Solution, denn wenn ihr eure Pumpe mal tauschen müsst oder wollt, wie auch immer, sind die von Reich eigentlich sehr gut, denn sie sind leise, sie sind leistungsstark und mit dem dazugehörigen Wasserstopp natürlich die beste Sache. Oder wenn ihr eure Armaturen mal tauschen müsst, auch da macht Reich Water Solution sehr gute Armaturen in Chrom und in matt schwarz. Das ist ja der Hammer. Also matt schwarz, mir persönlich gefällt das sehr gut. So, und jetzt schauen wir mal weiter. Ja, wir sind jetzt auf dem Stand von Emuk. Und wer Emuk noch nicht kennt, diese Firma produziert für euer Fahrzeug passende Zusatzspiegelhalterungen, die genau an euren Außenspiegel angepasst sind. Wir selber nutzen das auch für unser Auto und ich sage top, denn da ist der Spiegel richtig fest arretiert und wackelt nicht so hin und her wie die Universalspiegel. Bevor wir unsere Hubstützen hatten, hatten wir auch das Kissen. Ein sehr gutes Kissen zum Nivellieren, zum stufenlosen Nivellieren.
Da könnt ihr mit eurem Wohnwagen quasi den Ausgleich schaffen, ohne auf Keile zu fahren. Ja, und wir schauen jetzt einfach mal weiter. Wir sind am Stand von Sonax. Und Sonax steht ja immer für gute Qualität und gute Produkte. Wenn ihr einen guten Reiniger sucht, dann nehmt am besten von Sonax das ganze Set. Da habt ihr alles drin, was ihr braucht für euer Caravan. Vom Außenreiniger über die Schnellversiegelung, Regenstreifenentferner, selbst für Acrylglas oder Normalglas den Reiniger. Das sind Top-Produkte. Also wir nutzen sehr, sehr viel den Innenreiniger für unseren ganzen Innenbereich. Auch Möbel könnt ihr damit sauber machen. Ist wirklich ein Top-Produkt. Also Sonax und wir schauen einfach mal weiter. Ja, wir sind jetzt auf dem Stand von GOK und GOK hat was ganz Neues in ihren Gasanlagen. Wenn ihr unser Video ja schon kennt von der Einbauanlage, jetzt könnt ihr das direkt einfach nachrüsten mit diesem Nachrüstset. Da braucht ihr nicht mehr viel einbauen, sondern ihr schließt das direkt an der Flasche an. Und dementsprechend wird es dann darüber umgeschaltet und ihr braucht dann quasi kein Schlauchbruchsicherung, der Crash-Sensor ist direkt drin in dem Teil und könnt das sozusagen direkt umbauen. Einfache Lösung, ganz easy getauscht und da schauen wir mal, was es sonst noch Schönes gibt. Ja, wir sind jetzt hier am Stand von Outshare. Wer Outshare noch nicht kennt, diese machen heizbare Sitzauflagen oder auch so schöne Decken wie hier. Da haben wir wirklich zwei Stück davon, genauso wie hier hinten, seht ihr die Westen. Die Westen haben wir auch bei uns schon im Einsatz. Die machen echt eine geile Wärme, also kann ich echt nur empfehlen. Schaut mal auf die Webseite, wie gesagt, das verlinke ich euch alles unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr gerade im Herbst oder im Frühjahr oder sogar im Winter unterwegs seid, ist das die idealste Lösung. So, und wir schauen jetzt einfach mal weiter. Ja, wir sind bei Megasat, ein super Partner von uns. Wir selber haben ja den Campingman Eco als Sattschüssel. Top zufrieden. Gibt es jetzt auch in Graphit, also quasi nicht so weiß wie hier, sondern in Graphit. Blende ich euch gleich mal mit ein. Megasat hat ja nicht bloß Sat-Anlagen, sondern auch Internet. Haben wir hier mit dem Camper Connect, auch in 5G. Sowie auch Fernseher. Also, wenn ihr einen ordentlichen Fernseher braucht von Megasat, die sind auch super. Natürlich am besten in der Kombination mit dem Internet und einer Megasat-Sat-Anlage. Ja, und da würde ich sagen, wir schauen einfach mal weiter. Stopp. Ja, weiter in Halle 7 haben wir den Stand von Peggy Pack. Und das sind Sachen, die könnt ihr definitiv gut gebrauchen. Geht von Schrauben los bis über Klemmvorrichtungen für Markise, ähnliches. Da habe ich schon mal ein Video dazu gemacht. Das verlinke ich euch mal oben. Und jetzt ganz neu ist der Fix-and-Go-Adapter. Funktioniert wie ein Kugelfisch. Darum hier auch die Fischvariante als Beispiel. Aber das haben wir schon mal erklärt in dem anderen Video. Also schaut mal rein. Aber wenn ihr was Gutes braucht, wie gesagt, Peggy Pack ist immer zu empfehlen. Ja, seht ihr, in Halle 7 auf dem Stand von Peggy Pack, wen trifft man? Hagi, Ayas, Franconia Camper auf Instagram. Na? Was sagst du zur Messe? Neues Jahr, neues Glück, neue Messe, der Saison-Kickoff quasi hier auf der CMT. Und ja, wir sehen hier, wohin die Reise geht heuer, oder? Ja, definitiv. Und wir schauen mal jetzt gleich weiter. Sehr schön, weiter. Denn wir machen Standhopping. Quasi, wir zeigen mal den Leuten, was es alles zu sehen gibt und was auch wichtig für die Leute ist. Stimmt. Unter anderem Peggy Pack haben wir schon. Wunderbar. Von daher, wir schauen weiter. Danke, Hagi. Ja, ciao. Wir sind inzwischen in Halle 8 angelangt und sind auf dem Stand von Vigo Zelte. Da gibt es nicht nur die Rolli, sondern auch die neuen R-Zelte. Natürlich können wir hier viel mehr sehen. Euch das alles abzufilmen ist natürlich eine Menge. Wir haben hier Outwell, wir haben hier Dorema, wir haben Isabella etwas weiter vorn. Also Unmengen von Vorzelten.
Wir speziell werden mal schauen, was wir da genau für uns gucken, weil ich suche ein neues Vorzelt und zwar in Luft. Mal gucken. Also, wir schauen weiter. Ja, so richtigen geilen Scheiß ist diese Superlösung von SHR Hydraulics. Und zwar geht es um euren Abfluss. Wenn er nicht richtig abfließt, gibt es diesen schönen Sekundärluftring. Da haben wir ein Video drüber gemacht, das kommt demnächst. Da werdet ihr mal sehen, da zeige ich euch den Einbau und wie das tatsächlich geil funktioniert. So, und wir schauen weiter. Ja, was darf auf keiner Caravan-Messe fehlen? Und zwar Silvi mit seinem Magnetgeschirr bzw. Magnetgläsern, wie wir es jetzt hier haben. Ne? Da haben wir ja auch schon einiges bei uns im Caravan verbaut. Ich kann das echt nur empfehlen. Gerade wenn ihr so im Camper wenig Platz habt, ihr könnt das alles übereinander stapeln. Ne? Das ist schon geniale Sache. Magnetismus ist einfach das Nonplusultra. So, und wir schauen mal weiter. Ja, wir sind jetzt auf dem Stand von Caratec und die haben total heiße Scheiße, wenn man das mal so sagen darf. Und zwar die BeatSnake, ein Lautsprecher für den Nacken, total ergonomisch, aufladbar über USB und benutzbar über Bluetooth, kann man sich quasi hier schön in den Nacken hängen und zum Beispiel Fernsehen schauen oder seine Lieblingsmusik hören, ohne dass man jemanden anderes stört. Kostenpunkt laut Caratec 79,90, finde ich einen fairen Preis. Also, wenn ihr euch das besorgen wollt, über den Fachhandel auf jeden Fall. Gut, wir schauen mal weiter. Jetzt sind wir in Halle 1 wieder gelandet zum Abschluss der ganzen Tour. Hinter mir noch mal so ein schöner LKW, ein Iveco, ein Riesenteil. Auch das kann man natürlich als Reisemobil nutzen. Mit dem entsprechenden Kleingeld und dem entsprechenden Führerschein natürlich. Ja, wenn euch das Video gefallen hat und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, dann bitte Daumen hoch, abonniert gerne den Kanal und drückt die Glocke. Da verpasst ihr nämlich kein neues Video. Und da sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.